Olivia Rost und Nicole Heidkemper sind Künstlerinnen der Gegenwart. In so mancher Hinsicht sind sie Malerinnen, wie sie im Buche stehen. Sie arbeiten oft viele Stunden ohne ein Wort. Sie malen mit Öl, zeichnen mit Tusche und Kohle und lassen großformatige Werke entstehen, deren Bann man sich kaum entziehen kann. Sie bekennen sich zu ursprünglichen Schönheitsprinzipien. Sie bekennen sich zur Kunstgeschichte. Doch geht es ihnen immer um das, was jetzt ist, was gefühlt und erlebt wird. Menschen, Schicksale, Geschichten, Tragödien, Weltgeschehen. Jedermann redet darüber, doch wer es malen will, muss es fühlen, und wer es fühlen will, der muss es an sich heranlassen. Einen Geschmack vom Tatsächlichen bekommt man, wenn man es vermag, sich vollends hinzugeben. Einer Verwandlung, einer Maskerade, einem wechselhaften Rollenspiel zwischen Gut und Schlecht, von Heldentum und Niederlage. Dem Papst die Glocken zu läuten und dem Kardinal die Schenkel zu entblößen, so etwas ist für die beiden kein selbstherrlicher Akt, sondern ihre höchste Künstlerpflicht, die Empathie und handwerkliche Meisterschaft ihnen auferlegen. Es ist ihnen auch ein Anliegen, die Augen des Betrachters wieder für das Fühlen zu öffnen. Unsere Augen, die sich so sehr an den täglichen flimmernden Bildkonsum gewöhnt haben. Das Fühlen funktioniert in ihren Bildern in beide Richtungen. Nicole Heidkemper und Olivia Rost verarbeiten Historisches und Gegenwärtiges, spielen mit Stilen und erschaffen Botschaften von unverwechselbarer Spannung und Tiefe, die unsere Zeit braucht.